Studio Susanne Stichler. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Immerhin, sie verhandeln wieder miteinander, eine russische und eine ukrainische Delegation seit dem Morgen in Istanbul. Minimalziel sei, die humanitäre Lage zu verbessern, so die ukrainische Seite im Vorfeld der Gespräche. Viel Hoffnung klingt da nicht durch, dass die Verhandlungen tatsächlich zu einer Waffenruhe führen könnten. Dabei würden davon beide Seiten profitieren, so der Appell des türkischen Präsidenten Erdogan zum Auftakt der Gespräche. Zum ersten Mal seit fast drei Wochen kommt es zu einem persönlichen Gespräch der Unterhändler Russlands und der Ukraine. Das Treffen kam unter der Vermittlung des türkischen Präsidenten Erdogan zustande. Russland fordert vor allem eine neutrale Ukraine. Die Ukraine verlangt Sicherheitsgarantien. Beim Minimalziel geht es vor allem um humanitäre Fragen. Und das maximale Ziel ist ein Waffenstillstand mit einem dauerhaften Abkommen. Der Sicherheitsberater des ukrainischen Präsidenten hat vor kurzem dieses Foto getwittert. Es soll die Verhandlungsführer bei einem Einzeltreffen zeigen. Während die Gespräche laufen, gehen die Kampfhandlungen unvermindert weiter. Diese neu veröffentlichten Aufnahmen sollen die Zerstörungen in der ostukrainischen Stadt Charkiw am Sonntag zeigen. Inzwischen soll die ukrainische Armee dort Gebiete zurückerobert haben. Der Chef der Militärverwaltung der Großstadt Kryvyi Rih berichtet über Fortschritte im Süden des Landes. Der Feind konnte nicht nur aus allen Richtungen gestoppt, sondern auch zurückgeworfen werden. Heute konnten wir weitere Gebiete in der Region Cherson befreien. Die Besatzer sind mehr als 40 Kilometer von der Stadt entfernt. Die russische Seite wiederum veröffentlicht diese Bilder, die zeigen sollen, wie Raketen ein großes Tanklager in der Region Rivne im Westen der Ukraine zerstört haben. Zudem berichtet das russische Verteidigungsministerium, die gesamte ukrainische Luftwaffe sei bereits ausgeschaltet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten nicht. Ja, wir haben es gerade gesehen, die Verhandlungen laufen. Fragen wir zunächst nach in Istanbul bei Yannick Penz. Wie laufen die Gespräche heute? Was ist dazu zur Stunde bekannt? Also die Gespräche hier in Istanbul, die laufen seit gut zwei Stunden und wie wir hören, gibt es wohl erste Ergebnisse. Zumindest möchte um ungefähr 14 Uhr deutscher Zeit die ukrainische Seite ein erstes Statement abgeben. Was genau dieses Statement ist, das wissen wir noch nicht. Ob man also erste Einigungen erzielt hat oder ob man auch sagt, diese Gespräche bringen nichts, die kann man nicht weiter vorführen. Das müssen wir einfach abwarten. Wir wissen, dass es inhaltlich heute vor allem um die drängendsten Fragen in der Ukraine geht, also die humanitäre Situation und einen möglichen Waffenstillstand. Wie diese Verhandlungen aber laufen, ich glaube, da müssen wir noch zwei Stunden warten, dann wissen wir ein bisschen mehr. Ja, wir hatten ja vor drei Wochen das erste Treffen in der Türkei, damals der Außenminister. Das war ohne Konsequenzen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt ein bisschen Hoffnung auf ein Ergebnis. Muss man das heute so Vormittag so einordnen? Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wen man fragt. Der türkische Präsident Erdogan, der hat dieses Treffen hier ja organisiert und hat deshalb in den letzten Tagen auch immer wieder mit Präsident Zelensky und Präsident Putin telefoniert. Und der Präsident Erdogan hat heute Morgen gesagt, es gehe alles schon in eine gute Richtung. Andere waren da vorhinein weniger optimistisch, die Ukraine selbst, aber auch Russland oder auch aus den USA. Da war man überall nicht so optimistisch, dass es heute schon zu schnellen Ergebnissen kommt. Danke für diese Einschätzung, Yannick Penz nach Istanbul und gleich weiter in die Ukraine, nach Odessa zu Oliver Meyer-Rüth. Ja, wie schaut man denn in der Ukraine auf die Gespräche in der Türkei heute? Ja, nicht nur hier in Odessa, in der ganzen Ukraine ist man ziemlich skeptisch. Man hat eigentlich kaum Vertrauen in Putin. Das hat man völlig verloren. Es wird ja auch ständig weiter angegriffen und deswegen glaubt man im Moment nicht, dass da wirklich was dabei rauskommt aus diesen Verhandlungen. Ein Waffenstillstand schon gleich gar nicht. Ein bisschen Hoffnung hat man, dass vielleicht der eine oder andere Fluchtkorridor dabei rauskommen könnte. Zum Beispiel aus der hart umkämpften Stadt Mariupol, wo ja inzwischen 5000 Zivilisten getötet worden sein sollen durch die russischen Angriffe. Also da gibt es eine gewisse Hoffnung für Fluchtkorridore. Ja, Sie sind in Odessa. Wie ist die Lage derzeit in der Stadt? Die Stadt bereitet sich ja seit Tagen auf Angriffe vor.
Richtig, die Stadt bereitet sich seit Tagen vor. Es ist auch so, dass in der Innenstadt sehr viele Sandsackbarrikaden zu sehen sind. Auch diese Panzerigel, die Panzer stoppen sollen. Also es gibt hier schon eine große Sorge, dass irgendwann der Angriff noch kommt. Aber in den letzten Tagen war eigentlich so ein bisschen Entspannung da. Jetzt heute hat sich das geändert. Das liegt daran, dass etwa 120 Kilometer von hier im Osten in der Stadt Mykolaiv wieder Angriffe durchgeführt wurden durch die russische Armee. Und das war heute Morgen. Und da ist jetzt die Sorge wieder da, denn es heißt immer, wenn Mykolaiv angenommen wird von der russischen Armee, dann wird unter Umständen als nächstes Odessa ins Visier genommen. Ganz herzlichen Dank für diese Information. Oliver Meyer-Rüth nach Odessa. Der Ton im Streit um künftige Gaslieferungen aus Russland verschärft sich. Man werde sich nicht als Wohltäter zeigen, sagte Kreml-Sprecher Peskow dem amerikanischen TV-Sender PBS und drohte dem Westen offen mit einem Lieferstopp. Hintergrund des Konflikts ist die Forderung Moskaus, Erdgas in Kürze nur noch gegen Zahlung in Rubel zu liefern. Dies lehnt die EU bislang mit Verweis auf bestehende Verträge ab. Ja, Michael Grütz in Brüssel. Was droht nun? Ist es realistisch, dass Russland den Gashahn abdreht? Nun, was Putin vorhat, wann er es vorhat und wie es vorhat, ist natürlich unklar und nicht genau vorherzusagen. Technisch läuft das Ganze ja so ab. Die Lieferungen werden in Dollar und Euro bezahlt, so lauten die Verträge. Und wenn Putin seine Drohung wahrmacht, müssten also Gazprom und die anderen Lieferanten demnächst ihre Rechnungen an die europäischen Kunden in Rubel ausstellen. Jetzt sagen mir Brancheninsider, solche Rechnungen erfolgen monatlich, Anfang des Monats, das hieße in der nächsten Woche, Trudel. Dann Rechnungen ein, die sind auf Rubel möglicherweise ausgestellt. Und dann gibt es noch ein Zahlungsziel, das heißt, es können noch ein paar Tage vergehen und dann müssten die Kunden zahlen, und zwar in welcher Währung auch immer. Da man aber hier gesagt hat, man zahlt nicht in Rubel, würde dann ausgerechnet, wie viel Dollar und wie viel Euro das macht. Und dann ist die Frage wieder, akzeptiert Russland eine Zahlung in Dollar oder Euro? Und was dann passiert seitens Russland, schwer vorherzusagen, wie gesagt. Wie sieht es denn generell aus? Wie viel Gas wird derzeit von Russland geliefert? Wie viel Gas von der EU bestellt? Offensichtlich ist es so, dass alles geliefert wird, was geliefert werden kann. Gazprom hatte mitgeteilt, dass die volle Auslastung der Gaspipelines im Moment geliefert wird. Und das bedeutet oder ist wohl so zu interpretieren, dass Russland auf der einen Seite das Geschäft voll mitnehmen will, dass aber auch Europa, egal was es kostet, so viel Gas einbunkern will, wie es irgendwie geht, um die Speicher voll zu kriegen, um möglichst viel Luft zu gewinnen in dem Kampf um die Hoheit bei der Gaslieferung. Und eins bleibt aber am Ende bestehen, dass Europa nach wie vor am Ende zurzeit jedenfalls noch in der Defensive ist. Danke für diese Information, Michael Grütz nach Brüssel.